Thank you so much for this invitation to join the stage. Ich bedanke mich sehr für diese Aufforderung, auf die Bühne zu kommen. Präsidenten, Ministerpräsidenten, Minister, Exzellenzen, meine Damen und Herren. Ich fühle mich geehrt, Sie hier in Lugano willkommen heißen zu können. Die Schweiz und die Ukraine haben gemeinsam an der Vorbereitung der Tagung gearbeitet. Ich danke Herrn Präsident Volodymyr Zelensky für seine enge Zusammenarbeit mit uns während der Vorbereitungen. Wir verstehen nur zu gut, Herr Präsident, weshalb Sie die Konferenz von Kiew aus verfolgen. Es ist deshalb noch wichtiger, dass die Ukraine in persona vertreten ist durch Ministerpräsidenten Denis Schmihal und eine kopfstarke Delegation. Dafür bin ich sehr dankbar. Wir alle hier in diesem Raum sind durch den Wunsch verbunden, in diesen Zeiten des Schreckens, der Zerstörungen, der Trauer. Wir sind dadurch verbunden, dass wir dem Volk der Ukraine die Aussicht bieten wollen, zurückzukehren zur Selbstbestimmung, zum Frieden, zu einer lichten Zukunft. Der Weg ist lang, aber es ist nie zu früh, sich darauf vorzubereiten, dass irgendwann die Waffen schweigen können. Und ein Krieg in diesem Ausmaß auf europäischem Boden, geführt gegen ein souveränes Land, gegen alle Grundfreiheiten, gegen die Menschheit und Menschlichkeit, das erschien allen unmöglich. Unsere Aufmerksamkeit war anderen Fragen gewidmet, vor denen die Welt stand. Aber die russische Aggression gegenüber der Ukraine hat uns dazu gezwungen, uns zusammenzuschließen und uns diesem Krieg zu stellen, mit aller Entschlossenheit, die wir aufbieten können. Wir müssen uns dafür engagieren, das schwer geprüfte ukrainische Volk zu unterstützen auf dem langen Weg zu einer nachhaltigen Erholung, einem nachhaltigen Wiederaufbau. Im ersten Schritt wollen wir den Rahmen schaffen für ein lang angelegtes Wiederaufbauprojekt in Form eines Schlussdokuments der Erklärung von Lugano. Exzellenzen, meine Damen und Herren, heute und morgen geht es darum, das Fundament zu legen für einen effektiven und transparenten politischen Prozess. Einen Prozess, der von der Vergangenheit, von den früheren Formen untrennbar ist. Es geht um gute Regierungsführung und ihre Grundsätze. Es geht um klar festgelegte Kriterien für den Umgang mit den Rollen der Ukraine, der Staaten, der Völkergemeinschaft, der internationalen Organisationen und anderen Vertretern der Zivilgesellschaft und der Privatwirtschaft. Schließlich geht es auch darum, was als nächstes folgen soll. Denn hier nach kommt die Langstrecke auf uns zu. Natürlich können wir noch nicht in 2 Tagen abschließende Antworten geben. Aber wir erhalten doch die Möglichkeit, ein klareres Bild zu bekommen, einen Rahmen abzustecken und uns auf den Prozess festzulegen, uns zu engagieren, teilnehmen zu wollen, nach dem Grundsatz, dass wir morgen auch in unserer Erklärung dies zum Ausdruck bringen möchten. Diese Grundsätze von Lugano sind ein erster wichtiger Schritt, ein Meilenstein. Eine Voraussetzung für den Erfolg besteht darin, dass der ursprüngliche Plan dieser Tagung, das Ziel institutioneller Reformen und der derzeitige Plan, der Wiederaufbau, ein Ganzes bilden. Das ursprüngliche Programm jährlicher Reformkonferenzen für die Ukraine war gut in Gang gekommen und ich glaube auch, dass die Resilienz der Ukraine in großem Maße auf die bereits umgesetzten Reformen zurückzuführen ist. Es ist wichtig, dass diese Bemühungen unbeirrt fortgeführt werden, gerade auch beim Kampf gegen Korruption, beim Bemühen um Transparenz und um eine unabhängige Justiz. Das darf nicht durch den Krieg beeinträchtigt werden. Diese beiden Pfeiler konkurrieren nicht miteinander, sondern stärken einander. Der Wiederaufbau soll
zur Erholung des Landes, einem neu aufblühenden Landes führen. Das Wiederaufstehen der Wirtschaft soll geleitet werden von dem Prinzip, besser aufbauen zu können, Voraussetzungen zu schaffen für Wohlstand und ein intaktes Leben im Lande. Auch diese Fragen werden hier in Lugano zu besprechen sein. Unter aller Berücksichtigung der Bedürfnisse der Ukraine. Reform, Resilienz und Wiederaufbau bilden also ein Kontinuum. Diese drei Punkte gehören zusammen. Exzellenzen, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie sich heute und morgen an dieser Tagung beteiligen, ob persönlich oder zugeschaltet. Viele von Ihnen haben sich die Zeit genommen, persönlich nach Lugano zu reisen. Vielen Dank dafür. Der Nobelpreisträger Hermann Hesse schrieb einmal, wo Freunde sich treffen, sieht die ganze Welt für eine Zeit lang wie Heimat aus. Er lebte mit seiner Frau Nino in der Nähe und sie hatte ukrainische Wurzeln. Das am Rande bemerkt. Denken wir also an den Geist von Lugano im Interesse einer erfolgreichen Tagung, damit die Ukraine einmal mehr eine dauerhafte Heimstätte für die Zukunft sein kann, auch für die, die geflohen sind und die, die vertrieben worden sind. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die freundliche Aufnahme. Ich habe nun die große Ehre und Freude, an den Präsidenten der Ukraine, Herrn Volodymyr Zelensky, zu übergeben. Ich darf Sie willkommen heißen. Herzliche Grüße, Herr Präsident. Danke, Herr Zelensky. Sie haben nun das Wort. Willkommen in Lugano und in der Schweiz. Ich danke sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin von der Leyen, sehr geehrter Herr Präsident und sehr geehrte Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Konferenz. Ich möchte gerne dem Präsidenten der Schweiz dafür danken und allen, die an der Organisation dieser Konferenz teilgenommen haben. Diese Konferenz und deren Beschlüsse können der erste Schritt zu dem historischen Sieg. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist es nicht einfach ein Wunsch, unseren Staat zu erobern und unsere staatlichen Institutionen kaputt zu machen. Wir haben hier eine Weltideensysteme, das, was wir in Russland haben, dieses System versucht zu beweisen, dass es stärker ist, dass die Systeme in der Ukraine und Europa und demokratische Institutionen. Dieses System versucht zu beweisen, dass Europa zu schwach ist, um seine Werte zu verteidigen. Und das beobachten wir in allen Handlungen des russischen Staates in Bezug auf die Ukraine, aber auch in Bezug auf sie alle. Und alle Krisen, die von Russland geschaffen wurden, energetische Krise, Handelskrise, alle diese Krisen sind haben Weltanschauungsgrundlagen. Aber ein besonders grausame Erscheinungsbild dieser Systeme ist eben das, was mit der Ukraine passiert. Die Bemühung Russlands, die Ukraine unter seine Kontrolle zu bringen. Russland vernichtet alles, was für uns ideelle Bedeutung, was für uns Bedeutung für unser Leben hat. In den vier Monaten dieses Angriffes wurden über 2300 Bildungsobjekte vernichtet. Das sind Schulen, Universitäten, Kindergärten. Russische Armee benutzt Artillerie gegen Kindergärten oder wirft Bomben auf die Schulen. Sie zerstören dabei nicht nur das Gemäuer, nicht nur die Gebäude, sondern auch
bewusst wird einfach ein Bildungsraum vernichtet, ein Raum, wo die Sozialisierung von Kindern stattfindet, wo Kinder lernen, richtig gute Menschen zu werden. Wir haben gerade erst angefangen, uns von der Pandemie, Covid-Pandemie zu erholen. Gerade wurde angefangen, mit allem wieder neu zu starten, und die Kinder durften wieder in ihrem normalen Raum wieder sein. Und genau in dem Moment kam Russland und mit seinen Angriffen versucht es, nicht nur einfach unsere Bildungssysteme anzugreifen. Wozu brauchen sie eigentlich unsere medizinischen Einrichtungen anzugreifen, unsere Krankenhäuser? Warum greifen Sie Geburtsstationen oder Krankenhäuser an? Das ist Ihre Manifestierung, dass Sie alles können, dass Sie alles auf humanitäre Grundlagen der Ukraine angreifen können. Russland will damit zeigen, dass die Ukrainer können nicht behandeln und können nicht mal normal ihre Kinder zur Welt bringen. Deswegen werden so viele Objekte der medizinischen Infrastruktur vernichtet. In welchem Krieg sonst wurden so viele medizinische Objekte vernichtet wie jetzt bei uns? Das ist alles eine bewusste Taktik Russlands. Sie setzen einfach in diesem ideologischen Widerstand und hoffen, dass solche Zerstörungen ein Beweis dafür sind, dass demokratische Systeme und die demokratische Wahl der Ukraine können, das alles kann nicht helfen, einfach normales Leben zu führen. Schauen Sie mal einfach auf die systematische Vernichtung von Wohnvierteln in unseren Städten durch russische Raketen. Wozu machen Sie? Das ist doch keine Militärtaktik. Jeder Mensch braucht sein eigenes Zuhause. Alles, das ist die Wohnung oder das Haus, sind einfach nicht nur einfach ein Teil von Wohninfrastruktur, sondern das ist einfach ein Raum, wo die Menschen leben, wo sie lieben, wo sie ihre Kinder erziehen, wo sie ihre Eltern besuchen. Und deswegen sehen wir, dass die russischen Raketen versuchen, eben diese Wohnviertel zu zerstören und einfach mit Feuer zu decken, einfach diesen Lebensraum zu vernichten, um in den Menschen dieses Zuhausegefühl zu vernichten. Über 12 Millionen Ukrainer sind gezwungen, ihren Wohnort zu wechseln. Und nach dem Krieg kommen ja alle wahrscheinlich zurück, aber sie möchten ja haben irgendwo ein Zuhause, wo sie hin zurückkehren können nach so einem heftigen Krieg. Es wird sehr schwer, dieses Zuhausegefühl wieder zu finden, das Zuhause, das richtige Zuhause wieder zu finden. Die Aggression Russlands geht weiter. Über 80.000 Objekte sind zerstört. Da sind 10 Dutzende Millionen von Quadratmeter der Wohnflächen. Das sind nicht einfach nur zerstörte Gemäuer. Das sind nicht einfach abgebrannte Zimmer, sondern das sind Millionen und Millionen, aber Millionen menschliche Schicksale, die nie wieder so sein werden, wie sie mal waren. Wir müssen verstehen, dass wir jetzt sehen, dass es Menschen sind, die wahrscheinlich ihre Liebe verloren haben. Wir verlieren Kinder, die das Leben hätten leben können, wie jeder von uns das hat. Aber auch ihr Leben ist zerstört. Viele ukrainische Kinder wurden durch Russland ihres Zuhauses beraubt. Russland hat sie zu Waisenkindern gemacht. Die Bemühungen, Russland solche Ruinen und solche Verluste zu schaffen, das ist ein Angriff auf die Vision der Demokratie in Europa. Und sie wollen mit dieser Aggression beweisen, dass sie einfach nicht nur das Territorium beherrschen können, sondern das Leben und die Entscheidungen für alle treffen können.
Wird es überhaupt noch ein Leben geben danach? Es ist einfach nicht einfach ein Problem irgendwo im Osten Europas. Das ist einfach ein Angriff Russlands auf alles, was für uns alle zusammen einen Wert darstellt. Und deswegen ist der Wiederaufbau ist kein lokales Projekt, sondern ein Projekt, das für die gesamte demokratische Welt wichtig ist und für alle Länder, die sagen können, wir sind zivilisierte Welt, wir sind zivilisiert. Die Ukraine wieder aufzubauen, ist die Prinzipien des Lebens zu erneuern und alles zu erneuern, was Menschen zu Menschen macht. Natürlich ist es viel in der Bauindustrie, was wird ganz viele Investitionen brauchen und sehr viel Finanzierung brauchen. Aber auch andererseits ist es ein anderes Sicherheitsniveau für unser ganzes Land, das weiterhin neben Russland zu existieren hat. Es gibt auch eine andere Frage, ein neues technologisches Niveau unseres Landes. Das sind unsere gemeinsamen Spezialisten, die zeigen können, dass sie sehr, sehr stark sind. Und noch im Frühling haben wir angefangen, unseren Partnern an das Projekt zum Wiederaufbau der Ukraine sich zu beteiligen. Und man sieht, dass es das größte wirtschaftliche, soziale und Weltanschauungsprojekt sein wird. Und ich bedanke mich sehr bei den Ländern, die unsere Vorschläge positiv angenommen haben und die Hilfe leisten den Regionen und die unter dem Angriff leisten. Zum Beispiel bedanken wir uns allen, die für Mykolaiv helfen, zum Beispiel Großbritannien, die auch in der Region Kiew helfen. Und wir laden alle ein, zu diesen Bemühungen, die wir jetzt schon gestartet haben, dass alle Fachleute aus der zivilisierten Welt, aus Europa, sich daran beteiligen. Jede Stadt und jede Gemeinde und jede Branche, die wieder aufgebaut werden, das wird ein historisches Bild darüber geben, auch für die, die geholfen haben, das wieder aufzubauen. Das sind nicht einfach nur Flaggen, nicht nur Länder, nicht nur Partner, sondern es ist ein Beitrag zum Wiederaufbau der Ukraine und ich bedanke mich an alle, die besondere Initiative haben, Ukraine wieder aufzubauen. Aber wir möchten auch gerne, dass wir in diesem System, in diesem Wiederaufbau Prozess auch ukrainische Interessen vor allem beachten und das, was die Ukraine vorschlägt, ukrainische Initiativen beachten. Dass wir alles in ukrainischen Interessen einsetzen. Unter den Schlüsselprinzipien würde ich folgende auszeichnen. Das ist die maximale Sicherheit für die Ukrainer, die maximale technologische Sicherheit und Einhaltung von technologischen Standards, maximale Einsatz von grünen Technologien für Barrierefreiheit und vor allem maximale Transparenz und alles, was die Einbezug und die Nutzung von Finanzhilfen, Finanzmitteln geht, um alles das umzusetzen und dass die Ergebnisse dieses Wiederaufbaus nachhaltig werden, dass es neue Arbeitsplätze geschaffen werden und dass es auch ihre Businesspläne und ihre Businessbemühungen in der Ukraine lokalisiert werden. Es geht nicht nur um die Erneuerung des materiellen Lebens, sondern des gesamten politischen Raumes. Unser Land ist ja zum Kandidaten in die Europäische Union geworden. Wir müssen unsere Institutionen noch weiterhin stärken und die Standards des Lebens weiter steigern lassen
Und wir wollen, dass die Ukraine nicht einfach die am meisten freie, das am meisten freie Land Europas ist, sondern dass wir schnell auch alle Aufgaben für den Beitritt zur Europäischen Union erfüllen werden. So wie wir das jetzt schon versucht haben, große Reformen, die größte Reform, die wir jetzt erledigt haben, das ist die Festigkeit unseres Landes. Wir haben auch unseren Beitrag zur Festigkeit der Europäischen Union beigetragen. Also dank dieser Festigkeitsreform der Ukraine haben wir wirklich jeden einzelnen Wert Europas bestätigt. Und das zeigt, dass wir maximal die Europäische Union vereinigt haben. Der Wiederaufbau der Ukraine wird für uns alle wieder so eine große Reform darstellen, weil wir alle zusammen die ganze demokratische Welt vereinen und der Menschen, die diese Weltanschauung von freien Menschen zusammenfügen. Und jetzt möchte ich einen ganz wichtigen Akzent setzen. Wir haben bis jetzt auch schon ein großes Territorium der Ukraine befreit. Da sind über 1000 Städte, die befreit sind. Und wir müssen da in diesen Städten wirtschaftliche, soziale Strukturen wieder aufbauen. Wir müssen den Ukrainern Arbeit geben und den Menschen, die geflüchtet sind, auch dementsprechend Einbindung, Arbeitsplätze. Und das ist jetzt absolut wichtig, jetzt vor dem Winter noch zu erreichen. Also wir haben deswegen, wir bemühen uns, dass die Ukraine braucht zurzeit so eine taktische Hilfe, also schon jetzt so schnell wie möglich das zu erneuern, was möglich ist, was wir jetzt erneuern können. Sehr geehrte Damen und Herren, solange die Ruinen da sind, ist auch der Krieg da. Und wir wollen hoffen, dass die eigentliche Grundlage des Lebens wieder erneuert wird. Und deswegen wird der Wiederaufbau dieser Grundlage, der Wiederaufbau der Ukraine, wird der größte Beitrag zur Erhaltung des Friedens. Wir können in diesem Fall beweisen, dass die demokratische Welt stärker ist, dass Europa stärker ist und dass unsere Werte nicht zerstörbar sind. Und ich hoffe, dass wir das erreichen. Und ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit und lade Sie alle ein, unser bestes Land in der Welt, unsere Ukraine zu erneuern, wieder aufzubauen und mit uns zusammenzuarbeiten. Am Anfang seines Auftritts hat Herr Präsident Kassis gesagt, dass wir eine sehr große Delegation in die Ukraine geschickt haben. Ich war auch sehr verwundert, dass die Delegation so groß ist. Ich möchte gerne die Menschen, die ich über den Bildschirm gesehen habe, ich würde gerne die vielen Menschen, die hier sind, in die Ukraine einzuladen, weil wir hier gerade auch unser Land wieder aufbauen und das ist ganz wichtig, dass es wichtig ist. In der Ukraine ist Krieg, da wo diese Menschen arbeiten. Ich habe Sie jetzt nochmal dran erinnert und ich danke Ihnen sehr und Ruhm der Ukraine.